Und somit herzlich willkommen zurück zu Monster Energy Supercross 5. Wir gehen in die Rookies Meisterschaft rein. Wir fangen einfach mal bei West an, weil wir lesen von links nach rechts. Das heißt, wir gehen hier rüber mal, fangen in der West an. Willkommen bei deinem ersten Marktfenster. Hier kannst du auswählen, welcher der von den gewählten Sponsoren und offiziellen Teams vorgeschlagenen Verträge du unterzeichnen möchtest. Wähle sorgfältig aus, denn du kannst den Vertrag erst im nächsten Marktfenster ändern. Ja, die Frage ist natürlich, wie lange das dauert, bis er wiederkommt, aber egal. Wenn du mit den bisher erhaltenen Verträgen nicht zufrieden bist, kannst du bei einem anderen Team anfragen. Ein besserer Platz in der Rangliste gibt dir eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Vertrag von deinem gewünschten Team zu erhalten. Okay, wir können was anfragen, wir können mal hier reinschauen. Was haben wir denn? Scheiße, mal kann... Ach ne, Gizmo-Mods... Ich wollte schon sagen, Yamaha-Team ist schon voll geil. Ich mag ja eigentlich Yamaha, aber das ist nur das Motorrad, was sie haben. Was gibt's denn hier sonst? Da gibt's nur drei, okay. Was haben wir hier? Vertragsvorgabe, erster Platz am Ende des Vertrages. 100.000 Credits. Anpassung limitiert und so. Klar, das sind halt richtige Teams. Beim Sponsor kann man natürlich frei die Sachen ändern. Rennvorgaben, erster Platz mit jedem Rennen. Okay, wieso haben wir das beim Team nicht? Also wir haben den ersten Platz am Ende des Vertrages, 100.000 Credits. Aber bei dem Team bekomme ich nicht pro Rennen 15.000 Credits, wenn ich zum Beispiel erster Platz bin. Das heißt, ich würde ja schon fast eher sagen, hier steht aber Vertrag anfragen, oder? Aber hier steht es eigentlich auch dran. Das ist die Sache. Die Sache ist, wo gehen wir hin? Wir können eigentlich gar nicht so viel machen. Das ändert sich an sich nicht viel, außer halt natürlich das Logo. Keine Ahnung. Eigentlich total egal, wo ich reingehe oder wo ich mal anfrage. Keine Ahnung, was passiert? Vertrag bestätigt. Okay, wir sind zu Dunlop gegangen. What an incredible crowd. Will there be too much pressure on him? Or will it give him the motivation he needs to win? Okay, schauen uns doch mal gründlich das Bike an. Eigentlich kann ich doch noch mein Bike ändern, oder? Dadurch, dass ich ja nur einen Sponsor habe, bin ich ja nicht irgendwie an die Marke oder so gebunden. So, im Karrieremodus gibt es zwischen den Wochenenden besondere Events. Einige davon sind optional. Wenn du daran teilnehmen möchtest, musst du dies tun, bevor du in das nächste Rennwochenende startest. Und es gibt noch eine Probefahrt. In der Trainingssession in der Mitte der Woche kannst du deine Fahrfähigkeiten verbessern. Durch bessere Ergebnisse kannst du dir Fähigkeitspunkte für den Talentbau verdienen. Du kannst pro Woche nur an drei Trainingssessions teilnehmen. Okay, die Workout-Session ist eine Herausforderung im Gelände, bei der du innerhalb eines festgelegten Zeitlimits bestimmte Ziele erreichen musst. Jedes erreichte Ziel verbessert deine Fahrerform um ein Level und verringert den Schweregrad deiner Verletzung um ein Level. Okay, Fahrerform sind wir gerade normal. Die körperliche Verfassung beeinflusst die Leistung deines Fahrens. Je schlechter deine Platzierung in einem Rennen oder je häufiger du stürzt, desto mehr verschlechtert sich das Ganze. Du kannst deine körperliche Verfassung verbessern, indem du Trainingseinheiten absolvierst, hohe Platzierungen in Rennen erreichst und an bestimmten Extra-Events teilnimmst. Oh Mann, immer dieser Druck. Kann ich nochmal hier reingehen? Für das nächste Rennen, Manöver, Schnelligkeit, Luftsteuerung. Okay. Wir haben hier... Hier im Tagebuch haben wir eigentlich neue Sachen erreicht. Ja, achso, das war gerade noch markiert. Okay, hier den Hole Shot zum Beispiel ganz neu. Im Grunde genommen haben wir jetzt 7 Punkte. Hier hat sich jetzt mehr freigeschalten, weil wir natürlich in die Rookies sind. Ich glaube, das unten das Gesperrte wäre dann in der Pro-Saison. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Namentlich habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich würde mal sagen, wir machen natürlich hier verbesserte Kurven mal weiter. Da gehe ich jetzt einfach mal voll rein. Was war das? Erhöht den maximalen Grad der Drehung in überhöhten Kurven. Das können wir auch mal noch machen. So, geben wir das auch noch gleich aus. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch irgendwo anders hingehe. Aber nee, machen wir erstmal volle hier auf Kurven. Ja, bevor wir dann richtig starten, wollte ich eigentlich natürlich mir hier so bei den Events reinschauen. Aber was ganz wichtig ist... Was sehr, sehr wichtig ist, wäre eigentlich der Schwierigkeitsgrad. Ich sehe jetzt aber hier, das ist nur die Optik und so. Karriereverwaltung, ja, die Karriereoption.
Flowhilfe, Rewind, Sprunghilfe, was ist das? Aktiviert, deaktiviert, sie greift dir bei Sprüngen und die Arme und ermöglicht dir in der optimalen Position zu landen, okay. Das sind alles nur so Hilfen und hier in der Option sind wir bei Rennsession Semi-Pro. Ne, Semi-Pro war das mit den Dingern. Renndistanz, Mittel, KI-Schwierigkeit, hier. Ja, man soll es halt auch lesen. Wir sind bei Mittel. Es gibt leicht, sehr leicht. Es gibt harte. Ich weiß nicht, wieso es immer noch harte heißt. Also seit dem ersten Teil heißt es harte und nicht hart oder schwer. Komische Übersetzungsfehler. Wir gehen auf harte. Guck mal hier bei der Renndistanz. Ich lese gerade durch. Irgendwie schaue ich auch was mit dem Übersetzungsfehler, oder? Die Sachen in Klammer. Ich finde halt so persönlich, finde ich halt die 10 Minuten Rennen eigentlich schon relativ lang. Aber lassen wir mal so. Lassen wir mal, gucken wir mal so. Wir machen mal hier hart rein. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch machen können. So, was haben wir? Exklusives Sponsorenrennen. Werde Erster. Belohnung 1000 Credits. Ach, wie süß. Da können wir mal ein bisschen mit dem Bike fahren. So, wir sind auf der SX-Strecke 1. Ich weiß gar nicht, ob die sich eigentlich, ob das immer neue sind oder so. Also im Vergleich zu den anderen Teilen. Oder ob das sogar gleiche Strecken sind, das weiß ich gar nicht. So, jetzt mal hier schauen. Ja, das war viel zu früh, okay. Extrem früh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, aber man merkt, weiß ich, glaube schon, jetzt nicht wegen Schwierigkeit, sondern bin mir jetzt nicht ganz sicher, vielleicht wegen, oh, wegen Bike. Ja, schön, wo habe ich hier einen Whip gemacht? Beim Hinfliegen oder was? Bin mir jetzt nicht so sicher. So, wir fahren hier jetzt aber eigentlich auch 10 Runden, in einen haut's hin, okay. Ich werde hier ein bisschen von hinten geschoben, komme aber doch wieder leicht nach vorne, einigermaßen. So, oh, doch schon, land hier voll auf dem Kopf. So, Alter. Er hat hier ein bisschen blockiert. Okay, ein paar komische Sprünge sind auch mit dabei. Jetzt bin ich natürlich total aus dem Flow. Aber ist okay. Wir haben noch 9 Minuten. Das war das jetzt gut eine Minute von der Runde. Das heißt, wir fahren 10 Runden. Ah, es war ein bisschen zu schnell. Aber wir haben, glaube ich, schon ein anderes Bike im Vergleich zu der, was war das, der Futures-Meisterschaft. Wir wirken ein bisschen größer, ein bisschen wuchtiger, ein bisschen kräftiger alles. Was war das gerade? Hallo? Ja, genau. Das hat er noch so quasi als Abkürzung gezählt. Platz 6? Gibt's ja gar nicht. Ich will es jetzt noch nicht mal auf die Schwierigkeit schieben, weil ich halt derzeit noch ein bisschen kacke fahre. Aber ich finde so teilweise die SX-Strecken, also die, diese Probestrecken, haben manchmal schon extrem komische Sprünge. Bei den richtigen Rennstrecken, da merkt man so, die Sprünge sind so irgendwie in einer gewissen Weise abgestimmt. Aber hier auf den SX-Strecken habe ich manchmal so das Gefühl, die haben so komische kleine Sprünge. Manchmal, und das ist dann extrem schwierig. Hätte ja auch noch überholt, hey. Gibt's ja gar nicht. Also ich will jetzt, meine Endplatzierung, hier haut es immer einen hin. Jetzt noch nicht irgendwie streitig machen zur Schwierigkeit. Da will ich schon ein richtiges Rennen fahren. Also hier, den großen Sprung, den schaffe ich ganz gut. Ja, und den Rest irgendwie nicht so ganz. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie entweder springe ich zu weit oder zu kurz. Aber irgendwie speit es immer ein bisschen kack. Hallo? Okay. Wie mies war das denn bitte? War jetzt eigentlich nicht mal mein Fehler, aber na gut. Ich glaube, das mit Erster wird nichts. Ich hoffe auch nicht, dass ich mich verletze oder so, dadurch, dass mich jetzt schon, keine Ahnung, zweimal, dreimal hingehauen hat. Wäre natürlich nicht so geil. Hier, der Sprung ist aber auch immer ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen langsamer machen müsste. Hier schon ein bisschen. Oh, jetzt fahre ich dem hinten rein noch. Kann schon sagen, hier noch ein bisschen aufholen. Oh,
Das war ein bisschen knapp. So, oh. Das war doch jetzt mal schön hier. Oh, hier, hinter der Absperrung durch. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen gucken. Oh, trotzdem nur Platz 9, gell? Jetzt haben wir hier noch 6,5 Minuten, aber ich sollte mir schon ein bisschen aufräumen. Oder abräumen, ja. So, den einen haut's auch hin. Aber ja, der überholt mich halt auch gleich wieder, weil ich gerade wieder hier total schlecht durchkomme. Alter, hier so rüber. Ja, dadurch. Oh, doch, sogar noch einigermaßen gut hier gelandet. Wollte schon sagen, dass mir ein bisschen Geschwindigkeit fehlt durch die Aktion. Ah, da ist jetzt hier leider der Sprung nicht gepasst. Also schon wieder gleich von 2 überholt. Ja, das ist halt auch wieder ein bisschen mies. So, ah, ein bisschen zu viel Gas gegeben in der Kurve. Uiuiui. Fliege ich ihn jetzt hin? Jetzt fahren die mir voll weg und hinter mir schaut sich's auch noch. Alter, jedes Mal hier. Alter, come on. Wie fährt denn der schon wieder? Ich fahre auch nicht besser, aber. Come on, hey. Das ist wirklich die Frage, ist halt ein bisschen die Strecke oder ist es auch die Schwierigkeit? Wobei hier extrem viele hinfallen. Also wie viel Stürze ich hier schon gesehen habe. Ist natürlich schon ein bisschen heftig. Ja, auch schon wieder. Heieiei. No Vera. So, okay. Einmal über den rüber. Eigentlich hat das mir gerade selber Zeit gekostet. Wenn man hier so sieht, wie der eine mich jetzt hier überholt. Ja, jetzt komme ich hier blöd ein bisschen raus. Ah, das war jetzt auch nicht so geil. Eigentlich fliege ich hier gerade wieder hin. Ah, er ist schon wieder hingehauen. Schon zweimal in der Runde. Aber eigentlich würde ich, im Endeffekt wurde ich überholt von einem. Gibt's ja gar nicht. Ja, eigentlich bin ich gerade Platz 7. Puh. Da hat sie auch wieder hingehauen. Kriege ich hier den Sprung leider nicht hin, weil es mit der Geschwindigkeit nicht gepasst hat, mit dem Sprung davor. Aber nun gut. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen was aufholen, noch 4 Minuten. Gibt's ja gar nicht. Wir müssen hier ein bisschen trainieren vor die Saison. Ist ja natürlich ein bisschen blöd, weil wir dann direkt hier verlieren. Ich meine, was haben wir, glaube ich, 9 Rennen? Ich meine, das sollte man auch nicht zu viel verkacken. Oh, 9, verdammt. Toll, jetzt bin ich wieder 9. Sehr nice. Wieder 8. Ah, schon vor mir sind gleich hier 3 Stück. Eigentlich relativ nah aneinander. War jetzt Platz 7, ein bisschen weiter weg ist von den anderen. Alter. Kriege den Sprung nicht hin. An manchen Stellen habe ich das Gefühl, die sind richtig gut. An anderen Stellen sind sie nicht so gut. Wenn man sich überlegt, wie oft es da hinhaut. So, danke. Bisschen hier als Stütze benutzt. Ah, hier den Sprung. Schaffe ich mal wieder nicht. So, oh, Platz 7. Alter, das Querlegen. Das geht so langsam. Das muss ich halt wirklich mal skillen. Damit ich es gut machen kann. Alter, der eine, der fährt hier immer vorbei. Hier verliere ich immer Position, hey. Auf der Geraden. Ja, ist doch richtig mies. Vor allem kann ich jetzt auch mehr driften, weil man halt einfach so ein bisschen merkt, dass das Bike mehr Leistung hat. Kann ein bisschen länger die Drifts ziehen. So, hat's hingehauen, sehr schön. Für mich zumindest mal, erstmal. Jetzt haben wir Platz 7, 2 Minuten, beziehungsweise dann noch 2 Runden obendrauf. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier den einholen. Hier Platz 6 vor mir. Alter.
Ich weiß nicht, ich fahre ja natürlich irgendwie falsch, aber ich weiß nicht, wie ich es am besten machen soll. Ich muss ja nochmal ein bisschen schneller sein. Wie bekomme ich das hin? So, jetzt auch nicht ganz gepasst diesmal, aber egal. Vor allem habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass die hinter mir relativ nah dran sind. Oh, sehr schön. Einmal hat es ihn hingelegt. Komme hier gut durch. Vor allem ja, weil das ist eigentlich hier auch mein Abschnitt hier auf der Strecke. Anfang und Ende eher weniger, aber der Mittelteil kann ich ganz gut. Da hole ich auch immer auf. Aber wie ich hier den Triple-Sprung schaffe, keine Ahnung. So, jetzt wäre hier interessant, wie viel Vorsprung die haben. Alter, ich sehe sie halt hier zum Beispiel gar nicht. Kommen hier überhaupt Zwischenzeiten 9,5 Sekunden? Fast 9,6 eigentlich sogar. Das ist natürlich einiges. Aber da vorne sehe ich sie schon. Wenn er so ein, zweimal hinhaut, dann könnte mir das packen. Wobei ich jetzt natürlich eigentlich nicht damit rechnen sollte, dass meine Gegner es hinlegt. Das ist natürlich auch so eine Sache. Sollte man ja eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Kann es nicht sein, in den ersten ein, zwei Runden habe ich den Sprung hier schön geschafft und jetzt komischerweise nicht mehr. Was mache ich anders? Was habe ich geändert? Weiß es nicht. Irgendwas habe ich, glaube ich, geändert. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. So, 7,8. Wir haben ein bisschen aufgeholt, aber ja, könnte halt schon etwas eng noch werden hier. So, direkt letzte Runde. Beziehungsweise, ich glaube, wir müssen die Runde auch noch selber beenden. Und Platz 1 ist schon über die Zielgerade und ist in der letzten Runde. So, eben, wir müssen noch mal eine Runde natürlich machen. Aber leider werde ich wohl nicht mehr auf Platz 5 kommen. So, das war ein bisschen schnell. Wir müssen aufpassen. 5,3 Sekunden. Ja, da fehlen ein paar Runden. Vor allem der Start auch. So. Alter, come on. War ich noch gegen das Ding hier. So, Achtung. Nicht hinhauen. Sind da plötzlich zwei. Ich glaube, das könnte sein, dass Platz 4 hat es hingelegt. Dass sie so nochmal ein bisschen nah aneinander gekommen sind, aber oh, jetzt noch so eine Runde, ey. Komm mal, jetzt schaffe ich den Sprung und. Hast du da gerade nicht einen hingelegt? Aber ich bin trotzdem Platz 6 geworden. Oder war das vielleicht nach dem Ziel? Draußen ist es am schönsten. Und auf Platz 1. Aber nun gut. So, wir bekommen eigentlich wieder einiges an Prestige. Wir kriegen 9900 Credits für 14 Runden und 12 Runden ohne Rewinds, nochmal 11.000. Ja, aber leider halt Holeshot nicht abgeschlossen, extra Eventziel nicht erreicht, aber insgesamt 21.000 Credits, also bitte. Da kann man nichts sagen. So, das extra Event haben wir abgeschlossen. Wir schauen mal bei der Probefahrt rein. Das ist eigentlich so ein bisschen wie beim letzten Mal. Es gibt hier verschiedene Dinger, also Kategorien. Der Lion, was ist da? Überhole möglichst viele Gegner, bevor die Zeit abläuft. Aber Vorsicht, wenn du selbst überholt wirst, kostet dich das Punkte. Behalte ein hohes Tempo bei. Überhole mehrere Gegner in Folge, um doppelt und dreifach Multiplikator zu erhalten und deine Punktzahl zu erhöhen. Was du vermeiden solltest, verlasse nicht die Strecke. Ja, wäre auch ein bisschen unvorteilhaft. Ich meine, dann kann man die Leute nicht überholen, oder? So, wir haben 3 verbleibende Versuche. Das heißt, wir können entweder jetzt so 3 so kleine Events machen. Oder hier steht Probefahrt Level 1, dass wir da dann die nächsten Level machen. Oder wir brauchen halt noch Versuche. Ist das die Frage? Okay, es geht ein bisschen los. Die Frage 150. Alter, kriegt direkt Minuspunkte, weil mich da eine hier, ouch, überholt hat. Jetzt habe ich 500 Punkte, obwohl ich eigentlich nur ein. Habe ich einen überholt oder zwei? Okay, sehr lustig. Ach, der Multiplikator bleibt gar nicht bestehen. Okay, er hat also so eine kleine Zeit.
So, einmal hier durch, einmal dadurch. Ich krieg da einen Triple-Multiplikator. Es wäre cool, wenn der irgendwie so eine Zeitangabe hätte, weil wird das hier angezeigt. Hat hier so einen Kreis. Wäre so geil, wenn so eine kleine Animation drin wäre. Wo er dann sagt so, hey, wenn der Kreis sich schließt oder komplett geöffnet ist, dann ist die Zeit vorbei vor dem Multiplikator. Also Level 1 ist natürlich relativ easy. Vor allem habe ich, glaube ich, alle geholt, oder? Ich glaube, da vor mir war gar keiner mehr. Ich glaube, ich habe die maximale Punktzahl erreicht. So, wir können jetzt einfach direkt zur nächsten Probefahrt gehen. So, haben dann hier Level Nummer 2. Diesmal sind es 750 Punkte. Die Frage ist natürlich auch, ob die Gegner schwerer werden. Aber eigentlich haben wir das ja mit der Schwierigkeit zusammenhängen, oder? Aber wir haben mal eine andere... Oh, ich wollte innen durch, Mann! Lass mich da... Ich bin hier vorbei. Jetzt haben wir eine andere Strecke. Das ist natürlich auch ein bisschen mies. Wenn sie jetzt nicht so kennen. Richtig mies ist halt eigentlich, wenn man verschieden springt. Und man... Alter, genau. Okay. Und man halt quasi durch eine bessere Sprungkombination einen überholt. Und am Ende wird die Sprungkombination aber ein bisschen schlechter. Und dann wird man überholt. Und dann verliert man halt gleich wieder Punkte. Das ist halt auch mies, gell? Ich meine, das ist ja mir fast hier beim ersten Versuch passiert. Wenn er mich gleich wieder überholt hat. So, ja, Alter, drei Leute auf einmal halt einfach. Ich meine, okay, punktetechnisch habe ich jetzt noch kein Problem. Aber es wird natürlich immer strenger. Ich denke es mal, beim nächsten Mal werden wir 1000 Punkte haben. Oh, nur 900. Okay. Weil ja, hier von 450 auf 750 waren es ja auch 300 zum Beispiel. Und ich dachte, es ist schon von 750 einfach 250. Und dann machen wir die 1000 voll. Aber es sind nur 900. Bin mal wirklich gespannt, wie viel wir brauchen beim letzten Level hier. Und dann wird es ja noch andere Dinger geben. Jetzt machen wir hier ja überholen. Ich denke, was wird es noch geben? Vielleicht so kleine Checkpoint-Tore. Also ist nicht Checkpoints in der Hinsicht, sondern so kleine Tore, wo man sagen muss, ich muss jetzt zum Beispiel weiter links auf der Strecke durch das Tor fahren. Und dann gibt es halt enge und breite Tore. Würde ich jetzt mal so behalten. Ich bin ganz vorne. 3600. Mehr geht gerade gar nicht. Ja, was wird es sonst noch geben? Ich glaube, so mit der Flow-Linie halten. Oder irgendwelche Sprünge oder irgendwelche Landungen zu bekommen. Das könnte natürlich noch sein. Aber es gibt halt, ich glaube, 5 Kategorien. Da bin ich mal gespannt. Ah, es könnte noch Dings geben. Den Start. Also Hole Shot King oder irgendwie so, könnte man sagen. Achso, wir sind durch. Wir haben 3 Versuche. Wir haben 3 Level geschafft. Sieht ja mal so ganz gut aus. So, was wir noch anschauen können, wäre die Workout Session. Was da genau passiert oder was wir da machen müssen. So, wir gehen ins Gelände, also nicht richtig auf eine Strecke, sondern so Open-World-mäßig oder so. In jeder Workout-Session gibt es Ziele, darunter das Einsammeln der Buchstaben Shape, die in verschiedenen Bereichen des Geländes platziert sind. Jedes erreichte Ziel verbessert die Fahrerform um ein Level und verringert den Schwergrad an Verletzung. Wir haben eine Zeit, wir haben hier irgendwelche Ziele, Buchstabenpositionen werden auf der Karte angezeigt. Oder also mit Whips, das Shape, was ist das in der Mitte mit diesen Diamanten? Keine Ahnung. Vorwärtssalto. Wie mache ich einen Vorwärtssalto? Kann man Saltos machen? Und das jetzt hier so Richtung MX vs. ATV oder wie? So mit Tricks? Okay. Scheint wirklich die Frage, wie mache ich einen Salto? Einfach nur nach hinten lehnen? Nee, wir müssen nach vorne machen. Ja, scheiße. Wo sind die Buchstaben? Oh, da ist eine Bank! Oh, erstmal hingelegt. Ich gucke gerade zu viel auf die Karte. Oh no. Kann ich. Irgendwo muss ich hier rein. Alter, muss ich auch noch richtig suchen. Wie komme ich da jetzt am besten rein? Ja, erstmal über die Bank fahren. So macht man das eben.
So, aber an sich eigentlich ganz cool, so in dem Gelände drum zu fahren. Ich hoffe, dass sich das nicht zu krass versteckt oder irgendwie auf einem Häuserdach oder so. Dann muss man doch irgendwo eine Schanze oder so finden. Nee, geht eigentlich. Kann ich irgendwie verhelfen? Fotomodus? Irgendwie auf die Karte oder so? Geht leider nicht. Karte groß machen. Es ist natürlich jetzt die Frage. Natürlich die Frage, was ist hier am nächsten? Oh, ich falle nur fast gegen den Baum. Gibt's ja gar nicht. Ach so, diese Diamanten sind ja, glaube ich, Prestige-Punkte. Also Drifts machen oder so, oder? Ich krieg ja gar keine Punkte. Mal hier so einen fetten Sprung. Krieg ich aber auch keine Punkte. Ich gehe jetzt mal hier zu dem Einzelnen hin. Oh, das sind sogar zwei. Mini-Zölle mache ich in Vorwärtshaltung. Weiß eben nicht, gibt es da wirklich noch irgendwie so Tricks-Dinger oder so? Ich glaube aber nicht. Können wir in die Steuerung schauen? Beschleunigen nach links, rechts, Lenkerstange drücken. Kupplung, Hinterradbremse, Gewicht nach vorne. Also die zwei theoretisch, oder? Rewind, hochschalten, runterschalten. Blick nach hinten. Kamerazeug. Abziehen. Was ist abziehen? Also rein theoretisch wirklich so mit dem Stick. Oh! Wieso kommt da ein Zaun? Alter, wie mies. Hier noch gucken, wie man hier am besten vorbeikommt, oder wie? So, hier haben wir das A. Bloß nicht ins Wasser fahren. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ja, guck hier, das P. Richtig nice. Können wir hier umdrehen. Oha, noch 40 Sekunden. Ich schaffe ja gar nichts. Oh, ich sehe nichts. Ah, toll, jetzt darf ich noch hier durchfahren. Oh, hier kommt wieder so ein blöder Zaun. Okay, da muss man sich halt auch, glaube ich, ein bisschen auskennen, oder? Oh, jetzt da noch alles zu bekommen. Wie gesagt, der Vorwärtshalter. Oh, Moment. Shape müsste ich bekommen. Oh, das wird eng. Uff. Wow. Okay, ja, natürlich. Fahrerform gut. Sehr schön. Wir sind ein bisschen hochgegangen, aber natürlich war es nicht. Das ist so krass. Also, es ist eine coole Idee, aber die Zeit war vielleicht ein bisschen knapp oder ich war ein bisschen zu langsam, habe mir zu viel Zeit gelassen. Gerade auch da in diesem kleinen Dorf, wo ich war. Also, der erste Buchstabe, ja. Naja, ich würde mal sagen, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, ein bisschen trainiert auf das erste Rennen. Und dann sehen wir uns da hoffentlich wieder. Bis dahin wieder schauen und reingehauen.